heute. Heute möchte ich dich mal direkt auf unseren Wocheneinkauf im Bioladen mitnehmen. Heute möchte ich dich mal direkt mit im Bioladen mitnehmen und zeigen, was meine Freundin und ich da so einmal in der Woche freitags immer einkaufen, weil der hat nur einmal in der Woche auf. Ansonsten verkaufen die noch viel Biokisten. Da wollte ich auch noch mal ein kleines Interview zu machen. Die haben auch Biokisten an Schulen. Also wen das interessiert, postet mal unten drunter. Da wollte ich auch noch ein kleines Interview machen mit der Besitzerin vom Baumannshof, das ist der Laden, in der Nähe von Ansbach. Und ganz kleine Info noch vorweg, weil diesen Monat ist ja auch der Mitgliederbereich IUM Insight neu aufgemacht worden, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Und es geht eben wirklich darum, dass du da dauerhaft zur Gesundheit und einem wirklich glücklichen Leben kommst. Der Link ist unten drunter, nur vorweg, kleine Info. Und jetzt möchte ich dich direkt mitnehmen und dir mal zeigen, dich ein bisschen durch den Laden führen und dich mit auf den Weg zum Bioladen nehmen. Bis gleich. Wir fahren jetzt gerade hier zum Bioladen und dann zeigen wir euch mal kurz, was wir hier so einkaufen, auch den Einkauf dann danach. Und es ist echt ein ganz cooles Konzept. Ich werde dann auch nochmal im Video direkt was zu erzählen. Und dann bin ich gespannt, wie es euch gefällt. Dann seht ihr mal, was wir so einkaufen. Und ich sage auch noch ein bisschen was Genaueres dazu. Bis gleich. Das hier fand ich ganz witzig. Bastenkiste. Ist noch ein Tee mit drin. Und Säfte drin. Okay, dann wollte ich euch jetzt mal zeigen, was wir hier so eingekauft haben für die Woche. Also die haben halt immer nur freitags offen, aber beliefern sonst auch mit der Biokiste auch unter der Woche und auch an Schulen eben, was ich super cool finde. Da wollte ich auch noch mal ein Video drüber machen. Genau, aber jetzt hier mal begonnen. Das ist hier ein Winterkohl. Rabi. 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 Hier Winterkohl-Rabi, dann. Also ein Lagerkohlrabi, der über den Winter gut gelagert werden kann. Genau, dann hier Fenchel, Stangensellerie, Blumenkohl, Brokkoli, rote Beete, gelbe Beete und, ich weiß auch nicht, das ist so eine Mischung. Eine fleckige, wenn man sie aufschneidet.
Genau, dann Grünkohl. Petersilienwurzel. Ja, Petersilienwurzel, genau, die habe ich vergessen. Und eben, ja, hier gerade sowas, rote Beete, ist ja alles komplett regional, saisonal, der Teil hier jetzt. Und ja, gerade rote Beete finde ich gerade im Moment. Ich stand da sonst nie drauf, aber im Moment finde ich die so lecker. Dann ja, Karotten. Postelein. Genau. Grünkohl. Ja. Und genau, und dann haben wir noch eine Kiste Orangen mitgenommen. Jetzt wird es nicht mehr so regional. Pilze, genau, Pilze erst noch. Champignons, Radicchio, Paprika und Tomaten, was halt einigermaßen reif war. Und Paprikapfeffer, den finde ich lecker. Ja, meine Freundin isst eben meistens roh, häufig roh, aber ja, alles vegan, aber eben nicht alles roh, auch gekocht, eben mal gedünstet. Ein paar Sachen oder irgendwelche Kürbissuppe und solche Sachen. Das ist nämlich auch sehr lecker, wenn man so ein Pesto hat oder einen Aufstrich und dann zum Beispiel sich einfach die Karotten schneidet oder den Stangensellerie. Das kann man auch sehr gut zusammen essen. Dann hat man auch viel roh. Wenn dir das Video gefallen hat, gib unbedingt einen Daumen nach oben, lass ein Abo da für den Kanal. Und wenn du weitere solche Videos möchtest, dann kommentier einfach unten drunter. Teil mit, was dich am meisten, was dich besonders interessiert. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.